Hi und Servus mal wieder zu einem kurzen Video, dem ersten im Jahr 2020. Heute geht's um ein bisschen Zubehör für meine Pistole und zwar um ein neues Holster. Ja, ihr wisst, ich bevorzuge mein Safariland ALS Paddle Holster, super geil, super toll, aber ich schieße die Pistole seit geraumer Zeit mit einem Rotpunktvisier. Das Safariland mag das Rotpunktvisier nicht, ne? Die Pistole wird komplett vom Holster umschlossen, Red Dot stößt an, geht nicht. So, Grüße gehen raus an die Jungs von LH Tactical und Schnupperschießen Bayern. Werden in Zukunft öfter mal was machen. Da trägt man die Pistole ganz gern auch mal am Holster fürs dynamische Schießen. Und da stehe ich blöd da, weil eben meine Pistole nicht mehr in mein Holster passt. Habe mir jetzt ein bisschen schlau gemacht, bin über ein innovatives Produkt gestolpert. Glaube ich, gibt es auch noch nicht allzu lange. Ich habe im Internet auch noch nicht wirklich was über Reviews gefunden, schon gar nichts im deutschen Raum. Und zwar ist es von der Firma IMI Defense, das sogenannte Morph X3 Multifunktionsholster. Wieso Multifunktionsholster? Das schauen wir uns jetzt an. Schaut so aus. Ein kleines, lumpiges Stück Plastik. Sehr flexibel. Sehr, sehr leicht. Also wirkt echt etwas flimsig und wiegt gar nichts. Kommt hier in diesem netten Verpackungsgeschichtlichen einfach ein Sack, sage ich mal, eine Tüte, da wo das drin ist, mit Zubehör. Und jetzt denkt euch, wieso eskaliert er denn hier komplett? Was ist denn da so Besonderes dran? Das zeige ich euch und das ist ziemlich, ziemlich geil. Und zwar ist es folgendes. Dieses Holster gibt es in drei Farben. Wow. Schwarz, FDE und Oliv. Ich habe es jetzt einfach in FDE genommen, weil es für meine Pistole gut passt. Gibt es für Glock 17, gibt es für Glock 19 und unter Umständen auch noch für ein paar andere Modelle, aber das sind jetzt die zwei, von denen ich weiß. Ihr könnt sehen, beherbergt mein Red Dot hervorragend, selbst mit Adapterplatte. Damit ist das Red Dot ja eher tendenziell ein bisschen weiter hinten auf der Pistole, aber selbst wenn ich wieder auf die alte Lösung zurückgreifen würde, mit Kimme und Korn, und mir einen RMR-Cut in die Pistole fräse und das Red Dot nach vorne setze, könnt ihr sehen, ist hier immer noch genügend Fleisch von 10-12 mm problemlos. Also bin ich dazu schon mal zukunftssicher. Jetzt denkt euch Innovation. Na, das kann es nicht gewesen sein. Nö, ist es auch nicht. Kommt hier, wie ihr sehen könnt, mit diesen zwei komischen Öhrchen hier links und rechts. Das könnt ihr auch hier jetzt schön im Video erkennen. Diese lassen sich einfach an ganz normale, handelsübliche Gurte für die Jeans heranbasteln. Ja. Combat-Gurte jetzt nicht direkt, die sind etwas breiter, aber bis zu 40 mm kann diese ja, ganz problemlos ab. So, Pistole sitzt sauber an der Hose, könnt ihr sehen. Passt, wackelt, hat Luft, ja, aber nicht zu viel, das ist wichtig. So, jetzt schauen wir uns das an. Das Holster ist deswegen modular ausgeführt. Wie ihr seht, ich trage die Pistole als Rechtshänder. Ich trage sie an meiner rechten Hüfte. Scheiße, was machst du denn als Linkshänder? Brauchst du wieder Spezialholster, wieder was anderes? Gibt es das Holster, das ich will, überhaupt als Linkshänder? Chillt mal, Leute. Böse geil. Könnt ihr sehen? Pin Nummer 1. Raus. Pin Nummer 2. Raus. So, die legen wir uns mal hier hin. Öhrchen nach oben rausziehen. Schon habe ich das Ding hier in der Hand. Und habe jetzt hier im Endeffekt einen leeren Body. So. Und jetzt machen wir folgendes. Jetzt drehen wir die einfach um und setzen das hier so rein. Und setzen das hier so rein. Und schon könnt ihr sehen, ist diese Gurtschlaufe auf der anderen Seite des Holsters von links nach rechts gedreht. Jetzt, wenn ich aufstehe und klemme das an meinen linken Gürtel ran. Genauso. Ja. Nehme ich wieder meine Pistole und kann die jetzt auf der linken Seite tragen. Ja. So schnell ist der Holster von links auf rechts umgebaut. Wird jetzt hier auf dieser Seite abgeschirmt durch dieses kleine Schild. Ja. Ist auf der rechten Seite nicht zu sehen. Ja. Rechts hier IMI Defense, auf der linken Seite steht hier nur Glock 17, bei der anderen Glock 19 stehen. Nichtsdestotrotz kann die Pistole aber immer noch sehr intuitiv und sauber gezogen und auch wieder geholstert werden. Ja. But wait! There's more. Ja, das war's nicht. Wie gesagt, links, rechts, coole Sache. Das ist eine sogenannte OWB-Konfiguration, eine Outside Waistband. Also, wir tragen sie nicht verdeckt, sondern wir haben sie einfach außen am Gürtel. So. Was ist noch im Lieferumfang enthalten?
sowas Cooles wie das hier, diese Platte. Das ist eine sogenannte Rotationsplatte. Diese kann ebenfalls sowohl, wie ihr sehen könnt, für links als auch für Rechtshänder angebracht werden. Natürlich, diese Löcher seht ihr, muss der Pin wieder rein, beziehungsweise beide Pins, dann ist es wieder fest. So, jetzt gibt es folgende Möglichkeit. Einmal optional, na, das ist nicht im Lieferumfang dabei, eine verstellbare Platte für den Gürtel. Na, diese hat hier eben, wie ihr sehen könnt, diese Rasterung drauf und kann dann mittels einer leider im Lieferumfang zu kurzen Senkkopfschraube hier angebracht werden. Und dann habt ihr eine Outside-the-Waistband-Lösung, die ihr im Winkel verstellen könnt. Aber das ist nicht das Einzige. Ich bin kein großer Fan von diesen Gürtelschlaufen. Ich bin mehr der Paddle-Typ. Jetzt habe ich mir da dazu noch hier diese Doppel-Mac-Pouch geholt, welche eben über das gleiche Rotationssystem verfügt, aber mit Paddle. Das heißt, ich könnte jetzt das hier runterbauen und da dran bauen. Das heißt, dann habe ich hier ein Rotations-Paddle-Holster, der sich ebenso im Winkel anpassen kann, was extrem geil ist. Ja? Also nur mal dazu gesagt. Um die Mac Pouch geht es in diesem Review nicht, aber die Möglichkeit des Paddles geht hier am Holster genauso wie an der Mac Pouch. Oder eben, wie angesprochen, diese Gürtelschlaufe, diese Belt Loop. So, but wait, there's more. Dieses Teil hier, ebenfalls eine Platte, hier mit so einem Clip. Was macht das Teil? Ja? Kann man hier ebenso, wir nehmen die Rotationsplatte runter und packen hier jetzt diese ominöse Platte drauf. Diese wird dann wieder genauso gesichert werden. Ja? Wir erinnern uns, links, also Rechtshänder. Super geil. Zack, bumm, das war's. Jetzt drücken wir mal einen Pin rein, damit ihr seht, worum es hier geht. Und zwar folgendes. Jetzt haben wir ein IWB-Holster, ein Inside-the-Waistband für Appendix-Carry, also für verdecktes Tragen im Inneren des Hosenbundes. Zeige ich euch jetzt mal ganz kurz provisorisch, ja, weil sonst geht es nicht anders. Ich glaube, ich habe es jetzt eh gerade für einen Linkshänder aufgebaut, aber ist egal, nur dass ihr es seht. Denkt euch nichts, ich fummel jetzt hier ein bisschen an meiner Hose rum. So, jetzt bauen wir das Ding hier einfach mal provisorisch kurz so rein. Ich schiebe jetzt gerade hier meine Hose durch die Gegend, das ist egal. Es geht nur ums Anschaulichen. So, jetzt habe ich hier dieses Holster so quasi provisorisch drin. Ja, und kann jetzt meine Glock als Linkshänder Appendix Carry tragen. Ne? Zeichnet jetzt natürlich ab, ist klar, das Ding ist jetzt nicht perfekt rangebaut. Aber, jo, jetzt habe ich hier als Linkshänder meine Glock Inside the Waistband. Ich bin kein Freund von Inside the Waistband, vor allen Dingen schon mal gar nicht mit einer Glock in Appendix Carry Position, weil blöde Gegend, sage ich jetzt einfach mal, und ohne Sicherung. Ich bin kein Berufswaffenträger, ich brauche das nicht. Aber die Möglichkeit, das zu tun, gibt es mit diesem Holster. Und zwar wieder mal, wie ich schon gesagt habe, für Links- und für Rechtshänder. Ja? Ich kann jetzt diese Platte auch wieder auf die andere Seite tun, dann hätte ich Appendix Carry als Rechtshänder. Ein Holster, so ziemlich alle Möglichkeiten, das Holster zu tragen, außer einer Brust- bzw. Achselkonfiguration. Das geht nicht. Aber was ihr an der Hose mit einem Holster anstellen könnt, das kann das. Und jetzt kommt der Knüller. Das Holster selber mit dem Zubehör, was ich euch gezeigt habe, exklusive der Belt Loop, kostet 50 Euro. Ja, ich habe es für 49 oder 48 Euro gekriegt. Echt geil. Wirklich geil. Kann man überhaupt nicht anders sagen. Die Double Mac Pouch mit Paddle kommt auch serienmäßig schon mit dem Paddle. Das heißt, da braucht ihr nichts dazu kaufen, sondern es kommt genau so, wie ich es euch gezeigt habe, exklusive der zwei Magazine. Ja. Ziehwiderstand ist einstellbar hier über diese Imbusschraube. Und fast ganz normale Glock-Magazine, 17, 19, was auch immer. Genau. Und kostet halt auch nicht mehr. Wie gesagt, 20 Euro, nicht ganz 50 Euro. Also für um die 60, 70 Euro, ein bisschen mehr, 70 Euro so im Dreh, ja, sei da mit dem Thema dabei. Und mein Safariland hat alleine schon weit über 100 gekostet. Echt eine coole Geschichte, rein was die Modularität angeht und die Vielseitigkeit des Holsters. Die Pistole wird sehr gut umschlossen, ne? Die klackt sauber ein, könnt ihr hier erkennen. Wie gesagt, keine Sorge, Waffe ist safe, da gibt es bei mir keine Probleme. So, auch da ist der Zielwiderstand wieder einstellbar.
Klick. Ja? Pistole sitzt, fällt auch nicht raus. Ja? Abziehwiderstand, wie gesagt, ist bei mir gerade vernünftig eingestellt, weil wenn er die Schraube ein bisschen zu weit reindreht, dann wird das Ding echt knackig streng. Also ich mag es immer nur schnell ziehen können, aber trotzdem ist, wie gesagt, die Halterung absolut ausreichend. Da ist innen drin so ein kleines Gummipufferelement, dass es nicht zu weit verspannt wird. Und wie gesagt, verstellt wird es hier eben über diese 6-Kant-Imbusschraube. Das ist echt eine feine Sache. Das Holster ist aus Kunststoff und eben sehr, sehr leicht. Verkratzt dadurch nicht im Verschluss, verkratzt auch nicht das Griffstück. Bin im Moment super happy damit. Ne? Und fürs Geld echt geil. Und ich finde, optisch macht es halt auch was her. Meine Konfiguration ist, wie halt ihr schon eben gesehen habt, ich habe einfach hier diese ganz normale Gürtelschlaufe dran, diese kleinen Öhrchen, das ist so eigentlich die flexibelste Variante für mich. Aber kann ich, wenn ihr hier seht, jetzt die Pinsel reinstecken. Dadurch ist das Holster für mich eigentlich für jede Situation nutzbar. Und dadurch habe ich es jetzt wieder hier mit diesen Öhrchen an meinem Gürtel dran, mit der Glock drin. Und das Thema passt für mich. Ne? Und damit bin ich auch in dynamischen Disziplinen gut aufgestellt. In diesem Sinne, hoffe, das kurze Review hat euch gefallen. Vom IMI Defense Morph X3 Holster. Für mich ein geiles Produkt, kannte ich so noch nicht, dass man echt alles abdecken kann, so ziemlich alles abdecken kann. Und für das Geld ist es für mich qualitativ echt eine feine Sache. Hat jetzt natürlich keine riesigen Sicherheitsfeatures, wie jetzt, keine Ahnung, das eben Safariland mit 10.000 Knöpfen, wo man natürlich jetzt hier gegen fremden Zugriff gesichert ist. Das hat das Ding jetzt nicht. Ne? Aber für auf dem Schützenstand, nicht vielleicht als Dienstholster, aber dafür ist es echt eine absolut geile Geschichte. Daumen hoch von mir, 4 von 5 Sternen. Ja. In diesem Sinne, Peace und einen schönen Tag. Ciao und Servus.